Und herzlich willkommen zu Folge 9 von der Sparks Challenge. Ja, beim letzten Mal ein bisschen was vergeigt hier. Da sind nämlich die ganzen Kühe abgehauen. Ich versuche jetzt mal eben noch fixe zu pennen und die ganzen Tiere dann wieder einzufangen. Das ist natürlich eine blöde Sache. Da brauchen wir nämlich nochmal Weizen. Ja, genau, Kühe. Geht mal sterben. Komm, geh du auch sterben. So, komm mal mit. Das soll eben tauschen. Ja, komm, dann machen wir eben so. Oh. So. Dann nehmen wir dich jetzt erstmal mit. Hallo. Okay, vielleicht will das Schwein erst. Schweinchen, komm mit. Komm. Komm. So, Schweinchen sind auch schon mal drin, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch hier die Kühe. Die loggen wir ja auch rein. Komm. Und zack. Ah, du willst nicht mehr. Ah, da kommt noch eine Kuh. Alles klar. Komm her, liebe Kuh. Obwohl, du kannst eigentlich auch drauf gehen. Ist ja auch nicht schlimm. So, hier ist noch was drin. Nein. Unsere Ofenparade, das ist immer geil. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Jetzt wollte ich noch ein bisschen Holz schnell machen hier. Paar Bücherregale. So. Kriegen wir schon mal ein paar hin. Zack. Eins schaffen wir noch, 6 Stücke. Schon mal immerhin was wir brauchen. Das brauchen wir jetzt gleich. Nahrung habe ich mit, eine kleine Spitzhacke. Ich habe, ah, warte mal, die können wir so packen. Das nehmen wir so mit. Köpfen wir mal hier wieder zusammen. Dann nehmen wir vielleicht ein paar Sticks mit. Ne, brauchen wir noch nicht so viel. Reichen. 5 Stück. Stein haben wir zur Not immer mit. Und ich würde sagen, wir nehmen noch mal bisschen Holz mit, damit wir wenigstens eine Workbench machen können. So. Zur Hölle heißt es. Oh, falscher Zettel. Ich schau mal gerade eben. Und zwar bau ein Höllenportal, ja, und finde Netherwarzen. Steht hier denn irgendwie, finde eine Netherfestung? Ich weiß die ganzen Dinger nicht immer auswendig. Wüstentempel, nein. Nee. Aber wir müssen Lohnrouten und Magma Cream finden. Das heißt, wir können, glaube ich, auch Magma Cream aus Slime Balls und so finden. Aber wir brauchen auch noch eine Gasträne. Aber schaffen wir alles? Oh, ich muss mal wieder was fressen. So, das wird gleich auf jeden Fall richtig Karacho da drin geben. Das heißt, ich werde mal ein bisschen hier die Geräusche noch mal ein bisschen runterdrillen. Feindliche Kreaturen können wir ein bisschen, Umgebung können wir ein bisschen runterschrauben. Atmosphäre-Umgebung ein bisschen runterschrauben, dann passt das schon. Oh. Klick, klick, Nerv. Da ist unser Höllenportal. Nice. Wir brauchen das jetzt groß genug, sonst müssen wir uns gleich ein neues erschaffen. Zack, zack. Ach, jetzt haben wir Unsinn hier mitgenommen. Die können wir gleich in der Hölle verbrennen. Und? Klick, klack. Boah, ein Höllenportal. Haben wir geschafft, ohne Diamant schon mal vorher gefunden zu haben. Also, ich sag mal so, da haben wir einen kleinen Vorteil schon mal geschafft. Boah, ein Höllenportal. Können wir abhaken. Folge 9, das können wir auch. Glaube ich, nee, in 8 war das sogar. In 8 haben wir das noch geschafft. Aber das ist abgehakt. So. Ich muss mal gerade hier sicher sein. Obwohl das mit den Züchter alle Tiere, das behalte ich noch. Denn da muss ich aufpassen, dass ich wenigstens alle Tiere drin habe. Das kann ja noch einen Moment dauern. Ich habe auch 20 Level, ey. Das ist auch ein bisschen krank. Lava, Lava. Und Grafikeinstellungen reichen. Ich reichen eigentlich 12 Chunks, die ich laden lasse. Der PC macht das mit, das ist kein Problem, aber warum muss sie denn so eine riesen Distanz haben? Die mir sowieso dann halb aufbaut nur. Glowstone ist da, den brauchen wir auch, glaube ich. Und wir kloppen mal hier ein bisschen Netherquarz ab. Okay, ihr hört schon Gas. Weil ich tue es nämlich schon mal. Und dann versuchen wir jetzt mal eben den Gas wegzukloppen. Wo ist er denn? Bist du denn da? Komm her. Komm her. Wann spuckst du deinen Feuerball? Ah, der sieht mich nicht. Schade. Oder? Naja, eigentlich nicht.
Der wollte nicht gegen mich kämpfen, schade. Ich dachte, er möchte es gerne. Ich muss mich auch aufpassen, wo ich hier lang gehe, weil Koordinaten habe ich mir nicht gemacht. Aua. Ich möchte auch keine Pigments angreifen hier. Das wäre natürlich auch tödlich. Achso, mir wurde gesagt, mach doch einfach mit F2 ein Screenshot von F3, sprich die Koordinaten. Kann ich ja eigentlich... Na komm her. Zurück zum Absender. Hat er was gedroppt? Oh nein, er hat's doch in ernsthaft da unten reingeschmissen. Geronimo! Mist. Ich dachte, eine Gasträne wäre dabei gewesen. Schade. Hätte natürlich schon Erfolg gegeben für mich wieder. Naja, müssen wir leider dann nicht mit auskommen. So, jetzt hieß es, drück F3, wir machen Screenshot von F2. Das machen wir doch. Wir können uns auch glatt die Koordinaten ausschreiben. Das mache ich auch, weil ich habe nämlich keinen Bock, dann hier das Portal nicht zu finden. Da mal 37, da könnte auch gern hier 37 und minus 4 XYZ. Könnt ihr euch gerne auch den Seed rausschreiben. Das ist eigentlich mir egal, denn ich spiele das einmal und wenn ihr mir Tipps gebt, ja gut, dann nehme ich die aber nicht an, weil ich möchte gerne das selber finden alles. Wo ich denn hier lang gehen muss. Oh, hier ist über Lava. Deswegen hatte ich nämlich auch Cobblestones mitgenommen, dass ich zum Beispiel einfach so einen Lavasee einfach mal umgehen kann hier oder sowas. Gut, ich hätte außen rum gehen können, wäre schneller gegangen, aber ach. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. So. Glücklich wäre es natürlich jetzt auch, wenn wir eine Festung finden würden. So, Gas, wo bist du? Soul Sand sehe ich. Pilze, 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 Pilze. Ich möchte jetzt hier nicht sterben drinne. Okay, ich höre ihn schon wieder. Oh, ich bin aber wirklich auf Deutsch gesagt ein bisschen bescheiden gespawnt hier überall. Egal, sollte man irgendwie schon irgendwie aushalten und hier fertig kriegen. Hallo, Pigments. Die bösen Pigments. Ich sehe aber auch nichts hier. Nothing sehe ich hier. So, Leben wird regeneriert. Ja. Da können wir aber wieder eine Karte reinschmeißen. Wir haben ein bisschen genug Essen mitgenommen. Aus dem Dorf. So, einfach mal jetzt irgendwo hin. Latschen, ah, Lava. Also immer Vanilla Minecraft muss man ziemlich aufpassen hier, was man hier macht. Denn das ist ja nichts, dass wir hier einfach sterben und dann verlieren wir natürlich alles. Und die Challenge ist natürlich so, wenn du verlierst, verlierst du. Aber ich will eine Netherfestung finden. Oh. Ich höre ihn wieder. Irgendwo da in die Richtung. Ich sehe aber auch keinen. Ich bin ziemlich tief, glaube ich, gespawnt. Das heißt, ich könnte aber auch eine Netherfestung finden. Gut. Wie gesagt, Nahrung habe ich dabei. Das heißt, ich werde ein bisschen aushalten können. Natürlich kann es ja sein, dass ich jetzt sage, komm, die nächste Folge 10 verbringen wir ja auch noch ein bisschen drinne. Dass wir ein bisschen mehr schaffen. So ein bisschen Glowstone. Ich glaube, fürs Verzaubern brauchen wir Glowstone. Das können wir das auch gleich mitnehmen. Hopp, 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 hopp. Zumindest einfach schon mal mitnehmen. Ich weiß nicht, für was wir es brauchen. Und wenn wir es nicht brauchen, haben wir es einfach bei uns gehabt. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, klopf, klopf. Ja, wenn jetzt... Ach komm, den lassen wir dann. Ist es nicht so dunkel hier. Wie gesagt, ich werde jetzt... habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt. Erstmal noch... zwei Folgen, jetzt haben wir 9. Das heißt, auf 11 Folgen werde ich alleine noch machen und dann ist wieder lustigerweise ist Centus dabei. Das weiß, wir hatten letztes Mal sowieso so viel Spaß.
Ja, bisschen hier zu erforschen, denn es war immer sehr krass. Er kriegt alles hin, beziehungsweise findet so viel und ich muss hier mich kläglich durchschlagen, damit ich überhaupt was finde. Aber mittlerweile geht es ganz gut und da hat mein Handy vibriert. Hat mich um 10 Minuten. Das heißt für uns, dass es bald wieder zu Ende ist. So, jetzt habe ich noch kaum Cobblestones, das heißt, ich brauche vielleicht Nether Steine oder so, Netherrack, den wir verbauen können. Uha. Ja, die Gas sind alle oben, das weiß ich. Ich bin nämlich ziemlich unten, unterhalb der Rate. So, klopf, klopf. Versuchen wir doch mal noch ein bisschen höher zu gehen. Hallo ihr Pigments, wo wollen wir denn? Wollen wir nach oben reisen? Ah, da ist er doch. Seht ihr dann? Da ist der nervige Gast. Na komm her. Ich bin ein schlechter Tennisspieler. Und Magma Cream. Oh, da hat er den voll auf den drauf geschossen. Aber so was. Oh, dann nochmal. Nice. Zurück zum Absender. Zurück zum Absender. Nice. Und er hat eine Gastrinne gedroppt. Nice. Jetzt müssen wir nur noch Magma Balls haben und dann brauchen wir nur noch Lohnrouten. Da haben wir das auch schon mal. Dann muss ich aber schnell beeilen hier. Komm, lass mich weg. Spielt schlecht Tennis, hau ab. Der bewegt sich viel zu schnell weg hier. Komm her, du Feigling. Wenn du nicht zu mir kommen willst, dann komme ich zu dir. Bleibst du hier? Aua. Oh, wir sollten mal uns mal eben schnell verstecken irgendwo. Hahaha. Nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht. Lass mich in Ruhe. Uah. Ich bin ein schlechter Tennisspieler. Lass mich in Ruhe. Jawoll. Nice. Da kommen ja noch kleine raus. Ich brauche doch nur einen Magma Queen Ball. Verdammt. Weil eine Gasträne haben wir auf jeden Fall. Nice. Muss ich die mit der Hand schlagen oder so? Nee, schade. Ich dachte, ich bekomme jetzt mal irgendwie welche. Aber leider nicht. Warte mal, das könnte eigentlich, ich glaube, die richtige Richtung sein, dass wir hier weiterlaufen. Weil Magma Creams spawnen meist bei Festungen in der Nähe. So, mal eben noch ein paar Karotten reinschmeißen. Uah. Na komm. So, wieder Energie aufladen, das ist auf jeden Fall sicherer. So, ein knappes Minütchen noch und dann müssen wir leider auch die Folge schon wieder beenden. 15 Minuten sind leider nur erlaubt. 1-2 Sekunden drüber, drunter ist kein Problem. Das wurde alles genehmigt. So. Aber jetzt müssen wir nochmal irgendwo kommen. Eine Festung wäre doch jetzt lustig, dass wir die auch noch finden, dass wir schon mal ein bisschen mehr haben. Aber die Gastrinne können wir sozusagen abhaken. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt noch irgendwie ein bisschen weiter zu schlagen. Machen wir es auf jeden Fall nächste Folge auch noch. Ein bisschen hier rumzuschlagen, dann machen wir das andere nicht. Weil in der Hölle sollten wir auf jeden Fall die anderen Sachen finden. Nee, Soul Sand. Ja gut. Oh. Ich würde sagen, bevor uns der Gas noch trifft,
Hier werde ich die Folge beenden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in Folge 10. Bis dahin. Und ich hoffentlich, es freut euch, mit Sparks Challenge weiterzuschauen. Bis dahin. Dülle. Tschüssen.